Seit über 10 Jahren machen wir jetzt hier in Lingen und Umgebung Architekturfotografie und die kam eigentlich dadurch zustande, dass wir viel im Handwerk fotografiert haben. Und egal, ob es jetzt ein Maler ist, ein Bauunternehmer oder jemand, der das Sonnensegel liefert, alle haben irgendwie eins gemeinsam, sie arbeiten am Gebäude. Und oft haben wir auch Baustellen fotografiert und dann brauchte man natürlich, wenn man das Fundament fotografiert hat und den Baustellenfortschritt und natürlich dann das fertige Gebäude da steht, ist es ja offensichtlich, dass man sagt, hey, lass uns auch vom fertigen Gebäude wirklich schöne Fotos machen, die wir dem Bauherrn präsentieren können, die wir der Öffentlichkeit präsentieren können und mit der wir uns auch als Bauunternehmen oder als Architekt präsentieren können und sagen, hey, das haben wir gebaut, das haben wir gemacht, schaut euch unsere Projekte an. Wir arbeiten da mit verschiedenen Techniken. Ich finde es besonders wichtig, dass das Gebäude auch als Produkt gut dasteht und gerade Linien hat, dass es sauber ist. Idealerweise ist es schon möbliert, dass man auch sieht, in welchem Kontext steht das Gebäude. Ist das zum Beispiel ein Kindergarten? Ist das ein Wohngebäude? Ist das ein Bürogebäude? Dann möchte ich auch am liebsten das Möbeljahr entsprechend sehen und als Zuschauer dieses Bildes, als Betrachter des Bildes den Kontext dazu haben. Es macht auch Sinn, das Gebäude erst 1-2 Jahre nach Fertigstellung zu fotografieren, damit man auch entsprechend Grünflächen hat, die schon dran sind. Gerade wenn man Fotos von außen haben möchte, was man in der Regel haben möchte, dann macht es total Sinn, auch eben auf die Grünflächen zu warten. Gerne nutzen wir auch zum Beispiel eine Drohne ein, dass wir Fotos von oben bekommen oder auch Videoaufnahmen. Das machen wir natürlich auch. Was auch sehr gut ankommt, gerade wenn man Kunden hat, die sich noch nicht ganz vorstellen können, wie sieht jetzt mein Fertighaus aus, wenn es fertig ist oder was auch immer, ist, dass man in so ein Gebäude reingeht und 360-Grad-Aufnahmen macht. Und mit diesen Aufnahmen kann man später auch zum Beispiel mit so einer Virtual Reality Brille quasi im Gebäude stehen oder ich kann die Sachen auf Facebook hochladen und dann mit meinem Smartphone mich quasi im Gebäude bewegen und das kommt auch sehr gut an, diese 360 Grad Aufnahmen. Das ist wirklich was Besonderes, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr genutzt wird. Für die Architekturfotografie braucht man oft auch mehrere Anläufe, denn das Wetter muss mitspielen. Ich brauche vielleicht das Gebäude in verschiedenen Lichtstimmungen, weil vielleicht auf der Südseite dann da erst dann um die Uhrzeit die Sonne ist. Oder ich möchte einen bestimmten schattierten Bereich gut darstellen. Das ist besonders wichtig, dass man sich da Zeit nimmt, finde ich, und dass man sich das Gebäude mehrmals anguckt und dann auch diese ganzen Features eines Gebäudes, wo man sich unter Umständen ja auch wirklich viel Gedanken zu gemacht hat, die entsprechend gut darstellt. Und dafür muss man eben halt öfter auch mal vorbeikommen und hinfahren. In der Regel reicht 1 bis 2 Mal, manchmal auch 3 Mal. Oft fotografieren wir auch Baustellen halt von Anfang bis Ende. Und dann hat man sehr viel Bildmaterial, mit dem man arbeiten kann. Dann reicht auch, wenn man einmalig das fertige Gebäude fotografiert. Als Architekturfotograf in Lingen arbeiten wir mit unseren Kunden so zusammen, dass in der Regel hier erstmal eine Anfrage gestellt wird, was für ein Gebäude soll fotografiert werden und ungefähr in welchem Zeitraum. Oft hat man ja vielleicht auch einen Mieterwechsel oder eine Nutzung, die dann anfängt, weil der Bauherr quasi das Gebäude übernimmt und dann anfängt es zu nutzen. Da möchte man vielleicht manchmal auch schon vorher rein, bevor es möbliert ist. Das kommt immer drauf an. Dann erörtern wir, was für Ziele sollen mit den Bildern erreicht werden. Soll damit geworben werden? Soll jemand überzeugt werden? Vielleicht ist es auch wichtig, oft Bilder zu haben für Investoren, die möglicherweise mit im Spiel sind. Und dann letztendlich werden die Bilder erstellt auf Termin oder oft kriegen wir auch einfach nur einen Schlüssel. Gerade bei Einfamilienhäusern für Immobilienmakler bekommen wir einfach nur einen Schlüssel und können dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn das Wetter eben mitspielt, hinfahren und gute Fotos machen. Da sind wir auch sehr flexibel. Man hält sich dann einfach ein bisschen Zeit frei und sagt dann, oh, jetzt ist die Sonne da, jetzt fahren wir hin und machen die Fotos. Oder es fehlt nur noch zum Beispiel Außenaufnahmen, da macht man die noch eben mit. Man kann dann ganz in Ruhe und mit Bedacht eben die Aufnahmen machen. Ein Gebäude rennt ja nicht weg oder hat irgendwelche Termine. Und da kommen dann eigentlich immer sehr gute Aufnahmen bei rum, weil man sich einfach wirklich gut Zeit lassen kann und das Ganze in Ruhe machen kann. Und die Bilder werden hier eben sortiert und bearbeitet, dann dem Kunden als Download zur Verfügung gestellt und dann werden die weiterverwendet. Das heißt zum Beispiel, die werden eingesetzt auf Social Media, die kommen in eine Imagebroschüre, natürlich auf die Website. Oft gibt es auch Presseberichte zum Gebäude, dass etwas fertiggestellt wurde. Gerade wenn es sich um öffentliche Aufträge handelt, kommt oft die Zeitung vorbei. Und. Da werden überall solche Bilder eingesetzt. Und so hat man, sag ich mal, aus einer Fotoproduktion schon sehr viel Bildmaterial, mit dem man arbeiten kann und kann sehr viele Kanäle bespielen. Besonders gut an der Architekturfotografie gefällt mir eigentlich, dass man ganz in Ruhe fotografieren kann. Und gerade wenn man zum Beispiel sehr früh morgens kommt und die Sonne gerade aufgeht, hat man sehr viele Lichtsituationen, die man in einem kurzen Zeitraum einfangen kann. Ich habe
sehr rotes oder oranges Licht. Ich habe dann irgendwann später zu 10, 11 Uhr habe ich auch, sag ich mal, oft klaren Himmel, den ich einfangen kann, und ich bekomme eine sehr große Bildauswahl in einer sehr kurzen Zeit, und das ist schon besonders. Das Schwierige ist natürlich immer, das Objekt wirklich gut darzustellen, weil man muss mit speziellen Weitwinkelobjektiven arbeiten. 15 mm zum Beispiel ist eine Brennweite, mit der wir sehr häufig arbeiten, und das dann wirklich verzerrungsfrei und gerade alles zu fotografieren, ist eine sehr konzentrierte Arbeit, die aber auch einfach Freude macht. Man sollte meiner Meinung nach bei der Architekturfotografie besonders darauf achten, dass man nicht nur das Gebäude halt schön fotografiert mit geraden Linien und das einfach gut darstellt, sondern dass man auch irgendwie einen Kontext bekommt. Wo ist das Gebäude? Warum steht das da? Und wie interagiert es mit der Umgebung? Und das kriegt man sehr gut hin mit Drohnenaufnahmen, indem man halt sehr weit weg fotografiert oder auch nochmal ein bisschen die Umgebung drumherum fotografiert, was wir sehr gerne machen, wenn es um Wohnimmobilien geht, weil jeder möchte wissen, wo ist die nächste Bushaltestelle, wo kann ich einkaufen und solche Dinge. Und das nochmal auch in Fotos darzustellen, das hebt nochmal die Architekturfotografie ein bisschen ab von anderen, die sich einfach nur mit dem einen Objekt eben präsentieren, und das war's. Wir unterscheiden uns von anderen Architekturfotografen in dem Sinne, dass wir sehr viel Erfahrung in dem Bereich haben. Wir fotografieren jetzt schon seit über 10 Jahren Gebäude, Baustellen und alles, was dazugehört. Und wir setzen spezielle Techniken ein, sodass man auch drin sieht, was draußen ist, dass nicht die Fenster überbelichtet sind und solche Geschichten. Wir achten sehr darauf, dass man auch die Features vom Gebäude mit ins Foto aufnimmt. Das heißt, wie läuft das Wasser aus dem Wasserhahn? Man bringt Bewegung mit ins Bild. Man achtet darauf, dass alles sauber ist. Saubere Fenster, saubere Grünanlagen etc. pp. Da gibt es Checklisten von uns, die der Kunde bekommt, dass man auch nochmal, sag ich mal, ohne viel Aufwand auf dem Schirm hat, worauf muss ich achten, woran denke ich vielleicht nicht als Kunde, aber der Fotograf, sodass, wenn wir auch zum Objekt kommen, dass alles wirklich tipptopp aussieht und man wirklich beste Voraussetzungen hat für gute Bilder. Also wenn Sie einen Architekturfotografen in Lingen oder Umgebung suchen, dann stellen Sie gerne eine Anfrage und wir werden dann Ihr Gebäude im besten Licht fotografieren.